Linguistik in 60 Sekunden. Nummer 32. Sprechakttheorie. Die Theorie der Sprechakte von Austin und Searle basiert auf der Feststellung, dass es zwei Arten von deklarativen Äußerungen gibt. Die konstativen, die sich als wahr oder falsch beurteilen lassen können, und die performativen, welche durch ihren sprachlichen Gehalt eine Handlung vollziehen können. Damit diese performativen Akte eine Gültigkeit erlangen, ist es notwendig, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Zunächst muss ein übliches Verfahren mit einem erzielten, ebenfalls konventionellen Ergebnis vorliegen und die handelnden Personen und Umstände müssen mit diesem Verfahren korrespondieren. Die Durchführung der Handlung muss sowohl vom Sprecher beabsichtigt als auch fehlerfrei vorgenommen werden. Treten dennoch Verfahrensfehler auf, gilt die Handlung als nicht vollzogen. Bestimmte Akte können nur durch die explizite Verwendung performativer Verben realisiert werden, während andere auch ohne diese auskommen. Ein einzelner Sprechakt kommt durch die Gleichzeitigkeit von vier untergeordneten Akten zustande: dem Äußerungsakt, der Proposition, der Elokution und der Perlokution.